Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. So, wir haben das letzte Mal hier im Hammer-Clan hier ein paar Sachen gemacht. Stein aus Rüstung, das hatten wir ganz zuletzt gemacht. Da hatten wir uns unser Erz wiedergeholt, dass wir dem einen Typen den Ghoulgolf gegeben haben. Und der will 100 Erz dafür haben. Wir haben das gemacht. Wer es gesehen hat in der letzten Folge. Aber der gibt mir nur eine leichte Dingsrüstung dafür, eine leichte Nordmaurrüstung. Die Rüstung, die der mir gegeben hat, die ist höchstens hier 100 Schneebälle wert, wenn überhaupt. So, der will 100 Erzbrocken haben, der hat ja wohl eine Meise, der Kerl. So, so, da haben wir jeweils bei Wolf und Hammerclan eine Quest offen, die wir nie machen werden. So. Was hatten wir hier noch offen? Eine Rüstung für Thorald. Die müssen wir ihm noch bringen. Die haben wir gekauft für ihn. Nur. Wir haben 1000 Euro dafür ausgegeben. Und für die Rüstung. Plus Wegegeld. Plus Stressgeld. Wegen Nordmar. Und für meine persönliche Gier legen wir nochmal 2000 Kröten drauf. Thorald, der ja. So. Wir mussten sagen, dass unser Held jetzt ziemlich klein ist. Guck mal hier. Hier ist deine Rüstung. Na endlich. Was jetzt? Wenn du willst, werde ich dich begleiten, solange du in Nordmar bist. Ich will mein Geld zurück. Was bietet ihr begleiten? Als wenn ich begleiten lasse von euch. So. Friedhof. Pass auf dich auf. Der Friedhof will nichts mehr von mir. So. Ich glaube, dann sind wir eigentlich in Nordmar soweit durch. Da würden wir noch mal gucken, was wir hier noch machen können. Warte mal. Die Burg von Faring. Namen auf der Liste. Ja. Sowas würde ich gerne noch mit abschließen wollen. So. Hier unten hatten wir Erzrohlinge. Warte mal, konnte ich Erzrohlinge bei denen kaufen? Warte mal. Wir gehen mal. Vielleicht können wir die Erzrohlinge im Hammerclan kaufen. Ja, wir probieren das mal. Bei dem Steiner. Oder bei dem Ingwer, bei der Ingwerwurzel. So, wir gucken mal. Ich meine, da hätten wir wieder eine Sache geschafft. Weil wir wollen ja die Quests auch lösen, die wir haben. Insofern uns das möglich ist und so, insofern uns das auch hier weiterbringt. Aber das mit der Rüstung da. Nee, ganz ehrlich. So, und wer bist du hier? Schmied. So, zeig mir mal deine Ware. Zeig mir dann. Hast du Erzrohlinge für mich? Rohstahl, das ist normaler Rohstahl, brauche ich nicht. Warte mal, was krieg ich? Wenn ich jetzt Erz einschmelzen lasse, was kriege ich dafür? Hier ist dein Erz, nee. Erz oder Waffen einschmelzen lassen? Eisenerz gegen 100 Rohstahl will er haben. Mehr macht er nicht. Ich will Erzschmelzer werden. Ich will Erz. Dann musst du mit Ingwer reden. Aber nimm nicht jeden. Sehr. Ja, ja. Was? Okay, oh, habe ich jetzt irgendwas weggedrückt, was ich nicht hätte wegdrücken sollen? Oh. Das Problem ist der Ingwer. Der müsste doch eigentlich in der Schmiede unten sein. So, wir waren aber das letzte Mal in der letzten Folge in der Schmiede gucken. Da ist er nicht. Da muss man vor. Willst du was kaufen? Wer bist du denn? Irgendwelche Probleme? Kann man wohl sagen. Die Orks bringen alles durcheinander. Welche Orks? Ich habe beim Wolfsclan eine Ladung Felle bestellt. Wofür? Steiner braucht Rohstoffe für eine neue Rüstung. Was für Felle? Bisonfelle, schweres Leder, verstehst du? Leck mich doch mal. Er braucht ein Dutzend von den Dingern. Nee. Wenn du sie mir bringst, beteilige ich dich am Gewinn. Nee. Sagen wir 12 Brocken Erz. Einen für jedes Fell. Bei wem bekomme ich die Felle? Also, es ist mir egal, woher ich die Felle bekomme. Vom Wolfsclan oder von dir. Fell ist Fell. Aber wenn du nicht selbst jagen willst, sprich mit Rune. Er ist der Lagermeister des Wolfsclans. Machen wir. Zeig mir das. Was hast du denn überhaupt? Da gehen wir gleich zur Rune. Aber erst suchen wir mal hier Ingwer. Das ist nicht Ingwer. Das ist ein Lappen. So. Wie gesagt, der Ingwer, der müsste doch eigentlich... Aber... Er müsste eigentlich hier irgendwo in einer Schmiede sein. Hier zum Beispiel. Das Problem ist, hier ist er aber nicht. Doch, der pennt sich hier einen rein. Deine blöde Schmiede ist wieder frei, Mann.
50 Erz für ein Rohling einschmelzen lassen. 50 Erz für einen Rohling? Das ist ja... Wo war das Auswahl an Rohlingen betrachten? Zeig mal her. Einen Erzrohling kaufen. Das würde 30.000 Kröten kosten. Einen reinen Erzrohling kaufen. Komm. Du kannst mich mal kreuzweise. Zeig mir deine Kunst. Zeig mir deine Kunst. Ja. Viele Schmiede kamen zu mir, ja, um mir zu lernen. Ja. Ich habe sie alle wieder weggeschickt. Wieso? Sie waren nicht gut genug. Wenn ich dich unterrichten soll, musst du in die Welt hinausgehen und Erfahrung sammeln. Schwätze die unterschiedlichen Waffen der ganzen. Ja. Hier. Wenn du genug gelernt, wenn es gut ist, werde ich dich vielleicht unterrichten. Zeig mir das. Hatten wir Schmieden gelernt? Ich weiß es gar nicht. Nordmarschwert. Benötigte Stärke 160. Willst du mich verarschen? Ja, warte mal. Stärke. Nee. Hier. Also die drei Stärke, die müssten wir doch eigentlich zusammenkriegen. Das ist die Frage, wo? Wir haben nicht so eine völlig noch starke Saft hier irgendwo. Verdammt. Stärke, wo ist Ugolf? Wollte der Ugolf uns nicht was beibringen? Der müsste doch hier irgendwo bei dem Topf rumstehen. Ugolf? Ugolf! Oder war das ein anderer Topf? Mal suchen wir den schon wieder. Jedes Mal suchen wir den. Nee, hier war er nicht dabei. Ach nee, wo ist den haben, stimmt, den haben wir doch zusammengetreten. Ja, wo lerne ich denn jetzt hier? Bergjäger. Ja, ist der noch hier irgendwie auf dem Weg? Hat er den Weg hier hoch noch nicht geschafft? Erfahrener Dings. Bist du Ugolf? Na gut, du bist höchstens Ugolfine. Ja. Also ist der entweder hier unten irgendwo verschütt gegangen oder der ist tot. Ja. Orktöter. Du bist auch nicht Ugolf. Reto. Er hat uns ja hochteleportiert, als wir gesagt haben, der soll zurücklaufen. Aber das Problem ist, die laufen meistens nicht zurück. Was war mit dir? Die Mine ist frei. Ja. Du spinnst. Wenn du meinst. Kein Scherz? Ihr habt es echt geschafft? Ja. Ja. Das ist die beste Nachricht seit... Ach, ich weiß nicht seit wann. Du hast es echt drauf. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Tja. Warte. Hier. Ich hoffe, du kannst es brauchen. Ansonsten verkaufe es an irgendeinen Schmied. 10 Erz erhalten. Der steht tatsächlich noch hier unten rum. Ich werde nicht mehr. So. Ugolf. Hier. Komm hier. Weiter so. Ja. 160 Stärke. So, da pfeifen wir erst nochmal wieder hoch. Keine Ahnung, ob wir die Quest jetzt trotzdem zu Ende machen können. Wo ist jetzt diese Schmiede? Mit dem Ingwer. Die Hütten hier sehen alle gleich aus. Das ist schlimm, ist sowas. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Wenn er so weitermacht, wird er es nie. Jo, das war eine Schmiede. Hier ist eine Schmiede, oder? Nee. Da. Ich denke darüber nach. So. Nordmarschwert. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Mann, was willst du? Jetzt müssen wir wieder Geld ausgeben hier. Müssen wir erst schmieden lernen und... Hier ist ein Erz.
Du suchst Bisonfelle? Ja, aber ich kaufe sie von Ketil. Wenn du welche hast, bring sie zu ihm. Hier. Bring mir was. Ja, warte. Erzwaffen, Rüstungen, Schürfen. Zeig mir, wenn ich eigentlich eine Erzwaffe schmiede. Dazu bist du noch nicht bereit. Schmiedekunst. Wollen wir jetzt meine ganzen Lernpunkte dafür auf den Kopf hauen? Nö. Nö, sehe ich doch überhaupt nicht ein. Das Schwert brauche ich ohnehin nicht. So, wir können aber zum Wolfsclan gehen. Zur Rune, das ist auch eine Quest, die lassen wir offen, die mache ich nicht. Wegen den Bisonfällen. Ich habe keinen Bock, jetzt Bison zu jagen zu gehen. Ich will nicht wieder hier durch die Unordner jagen. Da habe ich die Schnauze voll davon. An jeder zweiten Ecke eine Herde Goblins. Nicht, dass ich die nicht besiegen könnte. Aber es ist einfach nervig. Es ist einfach lächerlich. So, hier. Ketil schickt mich. Ja. Ja, ich weiß. Er wartet auf die Felle. Ja, was soll ich machen? Ich habe die Felle nicht. Sag ihm, er kriegt sie, sobald ich sie habe. Wann wird das sein? Keine Ahnung. Vielleicht ist es besser, wenn er sie woanders besorgt. Dankeschön, du Pfeife. Danke für nichts. So, da hat wirklich keine. Ja, ich hatte ja selbst welche jagen müssen, aber die habe ich alle nicht mehr. So. Ich gehe jetzt keinen Bison jagen. Ganz ehrlich, nee. Ich will nicht. So, wir machen aber jetzt ein was. Wir gehen jetzt nach Morasul zurück. Warum, werden wir gleich sehen. Ich schätze mal, dass ich das in Morasul hier machen kann. So. Was hatten wir hier in Morasul oder in der Wüste? In der Wüste hatten wir, glaube ich, nichts mehr, oder? So. Halt, keinen Schritt weiter. Ach so. Also am liebsten würde ich dich umhauen, ganz ehrlich. Das ist lästig, sowas. Das ist echt lästig. Ich darf hier rein, aber... mich durchcheaten da. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Was macht ihr denn hier? Ja, macht ihr mal. So. Genau. Speichern. So. Nerosul ist... Dann steckte er also hinter dem Erzdiebstahl. Ja, er wollte sich selbst zum Herrscher aufschwingen. Was für ein größenwahnsinniger Narr! Zuben besitzt die Macht Beliars. Er ist sein Erwählter. Er kann niemals ersetzt werden. Ah, jetzt dämmert es mir. Jetzt sehe ich klar, er ist Beliars Macht verfallen. Wahrscheinlich hat Beliar selbst zu ihm gesprochen. Aber nicht, um ihn auf den Thron in Ishtar zu setzen, sondern um ihn zu sich zu rufen. Ja, Belia ist groß und seine Macht ist Zerstörung. Und wer nicht standhaft ist, den ruft er zu sich. Hier, das ist für dich. Ja. Der hat mir auch den ganzen Stabkampf hier beigebracht. Oder es... Nun, ich würde das Magier nur Stab nehmen. Alles andere. Ja. Die Frage ist, wo lerne ich das? Ich habe das ja bei ihm gelernt, aber den großen Stabkampf. Magische Stäbe, wo konnte ich das lernen? Ich würde mal mein Glück entweder in Bakaresh versuchen. So, das Bayern wäre erstmal. Falls uns unser Spiel hier abkracht, während des Teleportierens. Bakaresh oder... Falsch. Nee. Stimmt, ich wollte ja oben in den Tempel. Oder im Ishtar. So. Ich meine, obwohl das Katana eigentlich eine schöne Reichweite hat.
Für die wenigen Nahkämpfe, die wir hier machen, sollte das Katana eigentlich reichen, aber bringen wir etwas. Das ist der Witz. Was hatten wir? Ich hatte das Burg von Faring, hatte ich letztes Mal gesehen. Wir könnten höchstens noch mal versuchen, bei Faring hochzukommen. Aber wie gesagt, das wird schwierig, weil der Gang ist dort so eng. Also diese Brücke da, da komme ich nicht ungesehen drüber. Ich glaube, das fällt wirklich komplett aus. In die Burg von Faring kommen wir wohl nicht mehr rein. Ich glaube, das ist... Der Zug ist abgefahren. So. Wo liegt der Kunde jetzt? Doch hier. Warum hast du mich geweckt? Ring. Zeit. Pfff. So, speichern. Gehen wir nach Ishtar. Meister des Kampfes. Sagen wir mal so, ich denke mal mit den Lernpunkten, die ich jetzt habe. Wollen wir das machen? Ganz ehrlich. Wollen wir das machen? Ich meine, die Lernpunkte, ich denke mal, die hätte ich hier für Meister und für Dings, um das komplett auszubilden mit den zwei Waffen. Aber ich glaube, ich habe die Stärke. Mir fehlt, glaube ich, die Stärke dafür. Brauche ich Stärke dafür? Warte mal, die Zuben, da wollte ja bloß das mit den Artefakten hier haben. Wo ist denn der Kerl schon wieder? Was ist denn? Nee, das machen wir, wenn wir soweit sind. Obwohl, viel fehlt nicht mehr, oder? Wir könnten eigentlich langsam uns zurecht machen hier. So, wir gehen doch mal die Magier hier abklappern. So, hier unten war, glaube ich, einer. So, wo ist hier unser, der, wie hieß der? Du hast dich also mit Nerosul angelegt. Ja. Er war vollkommen irre. Ja. Ich hörte, er steckte auch hinter dem Diebstahl der Erzrohlinge. Ja. Woher weißt du das? Ich weiß so einiges. Nun, wir mögen es hier nicht besonders, wenn hochgestellte Magier durchdrehen. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit von einem zufriedenen Alchemisten. Hm. Was hast denn du dabei? Alchemist ist immer gut, aber du hast nichts für mich. Du hast doch nicht mal eine anständige Robe für mich. So, zeig mir deine Ware. Bring mir etwas über alte Magie bei. Tja. Wie gesagt, es reizt mich natürlich hier, das zu lernen mit denen. Wir probieren das mal aus, pass auf. Wo war der Typ? Das ist der hier. Wir könnten allerdings auch erstmal, warte mal, die Magier, die quatschen immer noch nicht mit mir, oder? Verschwinde. Was? Verschwinde, du hast in dieser Stadt nichts zu suchen. Ach so. Ich würde dich am liebsten töten. So, der ist genauso freundlich. Ach nee, das war ja der. So. Drachen müssen wir noch töten, genau. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, nee, warte, wir wollten das doch erstmal speichern, genau. So, pass auf. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Wir haben 95 Lernpunkte. Gold interessiert mich nicht, habe ich. So, ich möchte jetzt, das wären 10 Lernpunkte. Ich will Meister, ich will Kampf mit zwei Klingen lernen, 15 lernen. Dazu bist du noch nicht bereit. Starker Schwertkämpfer muss ich dazu sein. Möchte ich werden. Ich will starker Schwertkämpfer werden. Kein Problem. Ein starker Schwertkämpfer prügelt nicht einfach nur auf seinen Gegner ein. Er erkennt die Position des Gegners. Nutze den Schwung deines Körpers, nicht nur den deines Armes. Merk dir das und setze es um. Dann wirst du länger am Leben bleiben. Schwertkämpfer. 86 haben wir übrig. Jetzt möchte ich den Kampf mit zwei Waffen lernen. Dazu bist du noch nicht bereit. Dafür fehlen mir Stärkepunkte. 8 Stück.
nur... So, machen wir so. So, jetzt will ich Kampf mit zwei Waffen lernen. Ich will den Kampf mit zwei Waffen lernen. Die Kunst des Kampfes mit zwei Waffen erfordert hohe Konzentration. Du trägst zwei Waffen zugleich, also nutze sie auch. Du kannst schnell blocken und schnell wieder zuschlagen. Geh und übe das. So, jetzt haben wir 61 übrig. So, jetzt will ich den Meister machen mit 25 Lernpunkten. Dazu bist du noch nicht bereit. Dazu brauche ich noch 48 Stärkepunkte. 5 Lernpunkte, 48. Oder? Dazu bist du noch nicht bereit. 5 Jagdgeschick, das wären 53. Das schaffe ich noch nicht mal. Das schaffe ich noch nicht mal, das zu lernen. Und so. Und da wir hier Magier sind, machen wir das hier. Er kann dann mich mit seinen zwei Schwertern mal an die Füße fassen. So, jetzt will ich die Drachenjagd machen. So, was machen wir jetzt noch? Drachenjagd. So, wo sind die alle? Töte alle Drachen. So, was haben wir hier in Kapdun noch offen? Keine Mission. Ardea sowieso nicht. Burg von Faring, Namen auf der Liste. Ich würde jetzt erstmal wegen den Drachen. Wir gucken mal. Gothic 3. Drachen. Oh, Gothic 3. Ist ja vom Quest-Paket. Das ist ja... Gothic 3 Drachen ist von mir. 3 in Mortana. Und ein in der Wüste Varant. Ja. Ja, wo genau? Gar keiner in Nordmar. Nur die 4. Die 2 unter Kapdun. Die haben wir. Einer beim Portal. Was ist für ein Portal? Und einer in der Nähe von Kronos. Ich bilde mir ein, ich weiß, wo das ist. Was ist für ein Portal? Ach so, bei Silden. Das Portal, wo wir am Ende durchgehen müssen. Mit Xardas. Würden wir hier mit Xardas gehen? So, da wir gerade in der Wüste hier sind. Gehen wir nach Morazul? Ne, wir gehen nach Al-Shidim. Dafür müssen wir aber übers Inventar gehen. Al-Shidim. Guru? Nö. Bin ja fast schon enttäuscht. So. Wer bist du denn? Was machst du denn hier? Assassinen-Veteran. Hier sitzen jetzt Assassinen? Hä? Das ist mir ja absolut neu. So. Kronos, der war ja hier unten in der Höhle drin. Den hatte ich ja gesucht. Mit den Schnappern lege ich mich jetzt nicht an, da habe ich keinen Bock drauf. So. Also ich würde sagen, wir machen die Drachenjagd noch. Dann war was. Was hatte ich davor noch gelesen? Dann die vom Quest-Paket, die Sachen hier. Laris wurde beklaut, da google ich auch auf jeden Fall nach. Und so, ich meine, wenn wir die Quests vom Quest-Paket nicht mitmachen. Ich meine, wozu haben wir das Quest-Paket dann eigentlich installiert? Hätten wir uns das auch sparen können, also machen wir das mit. So. So einfach. So. Wir sind aber... Wir könnten höchstens nur noch den einen Drachen hier in der Wüste schaffen, jetzt in der Folge. Die anderen beiden müssten wir dann beim nächsten Mal machen. Und ich schätze mal, Richtung Ostern dann direkt werden wir langsam auch ein Ende finden. Wenn wir jetzt noch nicht irgendwelche versteckten Quests hier... Da müsste ich nochmal nachsehen. Aber ich denke mal, das wird schon so sein, dass wir hier langsam hier Ende machen können und dann zur Götterdämmerung. So. Ich glaube darunter. Ja. Wer sich jetzt fragt, wie ich das erklären will. Hier, die Begebenheiten vom Xardas-Ende. Quatsch, vom Belia-Ende. Zu Götterdämmerung. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen, sage ich da nur. So, mehr sage ich dazu nicht. Ich überlege gerade, ob ich dann noch eine Ankündigung mache. Einen kleinen Teaser oder so dazu. Das wird noch eine Nummer geben. So, da werden wir auch, insofern das alles so klappt,
sollten wir auch Velaya wiedersehen wollen. Aha. Die Geschichte um Velaya ist hier bei mir noch nicht vorbei. Keine Angst. So, okay, wir machen einen Drachen. Das Problem, der schießt wieder so hässlich auf mich zurück. Mit seinem blöden Feuer. Ja, warum wir jetzt einen Mana-Trank saufen, weiß ich auch nicht. Ja. Drachen. So. Wir dürfen ihn eventuell nicht zum Schuss kommen lassen. Heilen die sich? So, okay. Demzufolge Drachen Nummer 3 wäre erledigt. Die nächsten finden wir tatsächlich bei Silden, bei dem Portal wurde geschrieben. So, da würden wir gleich mal hinseppen, oder? So. Guru? Guru! So. Shutdown. Ja, warte, komm hier. Ach, es ist ein wunderbares Spiel. So, glänzt nur vor technischer Raffinesse. Ja. Ja. Junge. Da verliert es aber relativ schnell wieder rein. Das ist wiederum der Vorteil von diesem Patch da. Ist auch nicht ganz ausgereift, das Ding. So. Silden. Na komm. Müsste ich erst mal gucken, welche Richtung dieses blöde Portal war. Nö. Warte mal, wo war das Portal? Das war geradeaus. Das war, wenn man von Nordmar kommt. Wo ist denn jetzt Nordmar? Das war da oben die Richtung. Das müsste die Richtung doch eigentlich gewesen sein, oder? Nee, Quatsch, man läuft. Man läuft durch Silden durch, oder? Nee, man läuft durch den Fluss durch. War das nicht von Geldern, oder? Zwischen Geldern und Silden? Der Wald. Man läuft ja hier neben Silden durch den Fluss durch. Ich bilde mir wirklich ein, das war hier oben die Ecke. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen in der Runde. Also heute. Ich glaube, das war hier der Wald hoch. Ja, das müsste an der Wolfsmine und sowas. Stopp. Drachenwurzel. An der Wolfsmine vorbei sein. Warte mal, hatten wir mit dem noch was? Hatten wir mit dem nicht die Quest? Ja, hier. Ich habe dein Paket dem Fischer Stan gegeben. Yep. Aha, warum kommen die Fischer nicht mehr zu uns? Die Orks haben ihre Wachen verdoppelt. Na gut, das verstehe ich. Ich danke dir. Hier, nimm dieses Gold als Belohnung. So will ich dich hören. Null mehr hätte mir auch gefallen. Ich will nicht gierig erscheinen, aber ich bin es trotzdem. So. War dort wirklich ein Drachen bei dem Portal? So, das müsste die Wolfsmine dort sein. Ich glaube tatsächlich hier die Richtung. Das müsste ja hier hinten an der Wand mit sein. War das gewesen. Ja, Rippchen, ihr könnt mich jetzt mal gern haben. Ja. Habe ich keinen Bock auf euch. Das ist das Ding. Ah, das wird eng von der Zeit. Ich meine, platt kriegen wir sie relativ schnell. Das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Aber erstmal finden. Ich hätte echt nicht gewusst. Hier haben wir doch schon die Säulen. So. Boah, hier wirklich ein Drachen?
So, sollte der jetzt nicht hier sein? Jetzt ist schon das Portal, oder? Warte mal, Felsportal. Ich kann das nicht benutzen. Ja, Entschuldigung. Nee. Okay. Gut. Dann würden wir das in der nächsten Folge mitmachen. Ich kann und will nicht überziehen. So. Und eventuell nach Möglichkeit könnten wir uns am Ende der Folge dann schon vor den Billardschrein stellen und bereit machen, uns dann für Billard zu entscheiden und hier Deckel drauf zu machen. Danach, wenn wir uns dann für Billard entschieden haben. Ne, wir müssen erstmal zu Xardas gehen. So, okay. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dann hier, wie ihr wisst, Daumen nach oben. Würde mich freuen, würde mich unterstützen, motivieren, wie auch immer. Dankeschön und ciao.